Band Lumber is the place to be. Band Lumber is the place to be. Band Lumber is the place to be. Diesmal erstmal hier. Tür knacken. So. Was haben wir denn hier? Ui. Ne, dafür brauche ich irgendwelche Zahnräder. Da, Zahnrad. Habe ich doch jetzt. Zahnradgröße. Das war irgendwie falsch. Die müssen ja irgendwie ineinander greifen. Nee, da habe ich mich irgendwie verlaufen. Das entfernen wir nochmal. Ah, wir haben's. Schrotflinten, Patrone, Stolperdraht, Bandagen. Alles nehmen. Super. Hat sich ja gelohnt, hier reinzugehen. Was ist hier noch weiter hinten? Alles kaputt hier. Alles platt. Ich muss mal dringend auf Toilette. So. Jetzt habe ich wieder Nerven. Ja, man wird ja nochmal zusätzlich nervös, wenn man merkt, oh Scheiße, jetzt muss ich aber hier mal... Ihr wisst, was ich meine. So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Okay, Sackgasse. Bringt nichts. Ist auch abgesperrt. So kann man nur hier lang.
Ja, jetzt verriegel ich das. Da kann mir ja eigentlich nichts passieren. Und ich gehe dann trotzdem hier um die Ecke. Auch wenn ich weiß, dass hier kein... So. Ja, jetzt ist er weg. Warum ist er denn jetzt auf einmal weg? Hä? Ja, der ist da noch irgendwo. Da unten. Und letztendlich auch noch seinen Dingen dazu gepackt. Tja, so kann's gehen. Jetzt ist da die Tür aufgegangen. Da kam der wahrscheinlich her. Nein, ich hab's nicht gesehen, den Stolperdraht. Ach, scheiße. Oh, Mann. Oh, ist das ätzend. Und wir fangen wieder mit diesem scheiß Puppenarm in der Hand an. Gibt's ja nicht. Lass mal ihn wieder explodieren. Zack. Dann knacken wir die Tür und machen das Jigsaw-Puzzle wieder. Ach, komm, bleib's. Tada. Ja, ich bin schon ein richtig cleveres Kerlchen. Ach, jetzt ist das anders. Okay. Da wäre eine Sackgasse. Da bringt das gar nichts. Nee, okay. Damit kommt man nicht ran. Ja, so kommen wir da auch nicht ran. Erstmal gucken. Mann. Sackgasse schon wieder.
Ach. Also hier muss ja auf jeden Fall das Große hin. Oder auch nicht. Könnte ja auch außenrum nochmal gehen. Ja, das bringt ja auch nichts. Mann. Ist das ätzend? Ach, scheiß drauf. Kein Bock. Ich habe das Rätsel ja eh schon mal gelöst. Keine Lust. Zieht hier alles nur in die Länge. Ach ja, stimmt. Hier war nichts. Ja, wieder den Stock. Ja, wieder hier rein. Machen wir erstmal wieder zu, damit er uns hier nicht überfällt. Wir suchen die Leiche, stellen fest, dass wir den Nagel schon haben. Gehen hier in die Ecke. Jetzt steht er wieder vor der Tür. Hau ab. Geh weg. Nein, nicht wieder in der Ecke. Warum haut ihr denn nicht zu? Oh, eigentlich musste ich nur warten. Ja, das ist auch gut zu wissen. Moment, hier war die Stolperfalle, ne? Ja. Oh, Exit. Das wäre natürlich schön. Wenn das so richtig wäre. Boah, jetzt, dass man jetzt auf alles achten muss, wenn man eine Tür aufmacht, Stolperdrähte. Wenn Sie eine Sicherung haben, können Sie damit einen Sicherungskasten aktivieren. Durch das Aktivieren eines Sicherungskastens wird eine Tür, eine Lampe oder sogar eine elektrische Falle für Ihre Gegner mit Strom versorgt. Sobald der Strom fließt, sollten Sie sich von den Wasserpfützen in Acht nehmen. Ach, das wird mir hier auch sehr eindrucksvoll gezeigt. Moment, ist das verriegelt? Lassen wir das erstmal verriegelt. Nix in den Spinden.
Sie nennen diese Leute Wahnsinnige, aber ich sehe das anders. Zumindest jetzt. Sie sind genauso wie wir, Marie. Hier ist eine Patientin namens Emma, die dir sehr ähnlich ist. Sie sieht aus wie du, lacht wie du und riecht wie du. Es sind die Ärzte, die diese Leute in diesem Gefängnis festhalten. Ich schreibe dir diesen Brief, um dir zu sagen, dass ich zum Erntedankfest nicht nach Hause kommen kann. Du bist jetzt so weit weg von mir. Ich werde hier bei Emma und meinen anderen Freunden bleiben. Wir haben etwas Großes geplant. Oh, jetzt habe ich eine Tischlampe zum Verprügeln. Auch nicht schlecht. Harry Locke has a key. This is the guy they told us about. What? Shut up! You hear someone? Ist verriegelt. Ist wahrscheinlich auch besser so. Dank der augenblicklichen staatlichen Zuschüsse sind wir in der Lage, ausreichend Medikamente zu verabreichen. Doch die anderen Bedürfnisse der Patienten werden dadurch nicht abgedeckt. Reinigungsmittel sind momentan recht kostspielig, daher muss ich alle Pflegekräfte bitten, die Bettwäsche und Kleidung der Patienten nur alle 2 Wochen und nicht öfter zu wechseln. Schicken Sie Patienten mit stark verschmutzter Kleidung, die sich beschweren, zu mir oder zu Dr. Holstein. Dann werden wir diese entsprechend behandeln. Danke. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich richtig auf die Fresse kriege. Da ist er lang gelaufen. Ich habe nur gerade da langlaufen sehen. Die lasse ich erstmal verriegelt. Da ist auch ein Tischbein zum Verprügeln. Tischbein ist bestimmt besser als ein Wischer-Dingen. Fuck! So, haben wir schon mal einen erledigt. Erstmal wieder Gesundheit. Eine Sicherung. Sehr schön. So, und hier rennt, glaube ich, noch einer rum, ne? Was blinkt da? Neues Tischbein. Ja, ein Tischbein reicht mir erstmal. Noch mehr Zahnräder. So, aber ich muss wohl, dadurch, wenn ich das richtig sehe. Die. So, und dann konnte ich nämlich hier noch eine entriegeln und ich glaube, dann komme ich weiter. Oder? Nee, bin ich einfach nur im Kreis gelaufen. Ach, also muss ich da lang, wo ich jetzt gerade die Dingens wieder scharf gemacht habe, die Falle. Scheiße. So. Bestimmt da lang. Aber vorsichtig, weil könnte ja wieder eine Falle irgendwo sein. Sag ich doch. Oh, Baseballschläger. Ist das wieder eine Falle?
Ach, wieder mit Zahnrädern. Ach, ich liebe das. Nicht. Na also. Das war ja voll easy. So, und was liegt hier noch rum? Nichts gefunden. Also war das jetzt einfach nur für den Baseballschläger. Na, klasse. Müssen wir noch weiter zurück. Oder geht's hier noch irgendwo hin? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber vorsichtig. Vorsichtig. Sonst gibt es hier wieder irgendwelche Stolperfallen und so, solche Scherze. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Achso, das ist jetzt offen. Ah, da ist schon wieder einer. Na, kommt er? Ja, werde ich ja gleich sehen. Spind, Arbeitstisch. Boah, was ich hier wieder alles finde. Von der anderen Seite verriegelt. Ja. Ich bin schon so ein richtiger Türknacker. Tada! Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.